Hallo und schön, dass ihr heute dabei seid bei diesem Replay mit dem FCM 50T, gespielt von Torres 99. Und ja, auch wenn die Franzosen vielleicht bei uns Deutschen naturgemäß jetzt nicht die höchste Anerkennung genießen, man muss aber sagen, dass dieser Panzer wirklich ein cooler, schwerer, mittlerer Panzer ist und dem Torres wohl hier auch eine sehr feine Runde gelingen wird. Und dementsprechend genießen wir es erstmal, was er hier so macht. Da vorne ist schon der erste IS-3 offen, der vom Type 62 gespottet wird. Sehr schön, sehr wichtig auch. Und jetzt kann er die ganze Zeit schon mal die ersten fast schon 1000 Damage machen. Und da das Objekt. Auch da kriegt er noch einen Hit drauf. Zündet ihn sogar an. Automatischer Feuerlöscher. Sei Dank passiert da nichts Schlimmeres. Aber er bewegt sich kaum weiter. Das ist ja lustig. Also er denkt sich, ja, das erste Mal hat er mich getroffen. Da trifft mich schon keiner mehr. Aber wenn einer Erwin Rommel heißt, da muss man einfach sagen, das sind naturgemäß die Panzerfahrer, die nicht so den dicksten Swag haben. Nochmal einen. Und wenn hier die Kanone etwas besser treffen würde, hätte er auch damit weniger Probleme, sondern hätte sogar noch mal mehr Schaden gemacht als die bisher schon sehr guten 1500. Und jetzt die Frage, wo fährt er hin? Wo wird er sich verlagern? Bleibt er in der Mitte oder fährt er in die Stadt? Könnten natürlich auch auf die 1-2-Linie fahren, wobei da schon allgemein sehr viel los ist. Also aktuell würde mir persönlich so die Mitte als schönste Option aussehen, aber er will erstmal das Haus hier und der Gartenzaun, der muss weg. Der Gartenzaun, der ist einfach ekelhaft. Ja, man hat so das Gefühl, er weiß selber gerade nicht, was er machen will. Er will die Basis verteidigen, ja. Das ist schon mal ein Ziel. Aber wie er das angehen will, das sehen wir jetzt. Auf jeden Fall da vorne aus der Stadt kommt dann ein KV-5 langsam angetrottet. Und jetzt schiebt er da den OI auch noch weg. Beziehungsweise kuschelt da ein bisschen mit ihm. Also er ist, ich glaube, er ist so in seinem Fokus des Aimens, dass er gar nicht so den Blick hat für die Umgebung. Kernavon schreit nach Hilfe, die wird er wohl auch bekommen, so wie es aussieht. Und da... Ah, schade, ich dachte, den kriegt er jetzt direkt raus. An der KV-5, aber jetzt... Nee, kein Durchschlag, auch kein Treffer. Aber er lädt nach und jetzt kriegt er den Schuss drauf und zack, fehlen dem KV mal 500 Damage. Das Objekt, das hat er ja eh schon sehr gern gehabt. Was ist damit? Oh, der Kanavon aus seinem Team hier. Punkt, Punkt, Punkt. Da wird wohl was nicht so Nettes folgen normalerweise, wenn die Punkte nicht da wären. Hinter ihm hat man gerade schön den Sound der Arti gehört. In der Mitte der Charioteer. Da ist wieder der KV. Arti trifft, kettet den da. Damit kann er schön wirken. Vielleicht kriegt er sogar... Nee, da hat... Und nochmal blind in der Mitte, da kommt der Charity an, da muss er aufpassen. Diesmal kuschelt er nicht so stark mit dem OI. Ein paar Kratzer, aber das gehört dazu. Da kommt schon, oh, der ist ja noch recht voll, nicht weit genug vorgehalten. Jetzt will er da die Arti safen.
deswegen. Da kriegt er einen Schuss auf den Charioteer drauf. Der Charioteer schaut nur auf die Arti, dementsprechend hier der nächste von ihm. Auf seine Panzerung kann sich der FCM nicht verlassen. Auto-Aim, nochmal einen Treffer. Jetzt nachladen, nachladen, nachladen. Und kann ihn wegmachen. Hat der Charioteer, hätte er noch locker einen rausholen können, aber hat er nicht getan. So, und jetzt auf den KV-5 vorne oder seitlich. Da kommt er eigentlich schön drauf. Ja, da kriegt er nochmal einen Hit. Also es läuft sehr, sehr rund für ihn. Und auf den IS sind jetzt potenziell sogar in One-Shot-Möglichkeit. Also der KV definitiv macht aber den Damage hier nicht, muss die Kette repariert. Und jetzt kommt hier noch der Skoda an. Auch der kriegt einen Hit. So, jetzt sind wirklich ganz viele, die alle wenig Hitpoints haben. Komm auf den R2-D2, der ist weg. Perfekt. Jetzt auf den Skoda. Aber der wird vom FV klar gemacht. 2 Kills hat er derzeit. Eigentlich dürfte er bei 4180 Schaden schon noch den ein oder anderen machen. Vergönnt sei er ihm. Der Krieger ist auch theoretisch noch drin. Und da kommt auch schon Kill Nummer 1. Der Uni ist weg. Und die Arti dann Gott sei Dank nur einen leichten Splash-Damage an ihm. Und jetzt scheint er dann sein Glück über die Mitte zu suchen. Das ist mit dem Panzer durchaus möglich, weil er hat eine recht gute Geschwindigkeit. So, der OI da drüben noch, der in der Stadt war, der ist natürlich auch so noch ein Fragezeichen. Oh, da kommt... Da hat er aber schönes Movement an den Tag gelegt. Und er pinkt, oder er sagt, dass er die Arti rausnehmen wird auf die Bitte vom FV, dass doch das mal jemand macht. So, die Frage ist, wo ist sie? Der T-34, der ist schon mal da. Da ist der OI wieder zu sehen, der rückwärts hier sich bewegt. Und jetzt auch nur den Blick für ihn hier hat. Oh, der war aber ganz schön knapp. Und da prallt er jetzt noch am Po ab. Und jetzt seitlich. Und da nimmt er den raus. Und jetzt die Arti ist auch nochmal ein Two-Shot. So, Nummer 1 sitzt. Jetzt wird hier hinten ein bisschen versteckt und er macht echt seinen 5. Kill. Und könnte wirklich sich noch den Krieger klar machen. Oh, der ist ja noch ganz voll, du. Aber der hat jetzt keinen Blick für ihn gerade. Der Baller da sogar drunter hinweg. Er kann aber schön aufs Popöchen drauf. Treffer Nummer 1. Ja, das könnte jetzt ja noch eine richtige Damage-Pinata werden. Nummer 2. Und er achtet wirklich, der will nur den Kill da vorne haben. Jetzt dreht er sich rum. Er durchschlägt ihn hier leider nicht mal. Aber der lässt sich da lieber in den Arsch ballern, als dass er sich mal umdreht. Aber Mike, dann käme der Tiger und wird ihn auch wieder reinballern. Also so oder so hat der T-34 hier eine sehr undankbare Aufgabe. Aber für ihn ist es natürlich ideal, weil er farmt damit dementsprechend den Schaden. Und natürlich bei dem Premium am Ende gibt es dafür einfach Credits. Und macht er jetzt wirklich den Krieger noch klar? Oh! Jetzt komm schon, lass den Krieger nicht nehmen. Ja, fein.
Krieger ist sein. Er hat 6878 Schaden gemacht mit einem Tier 8 Premium mit verbessert Matchmaking. Sehr, sehr nice. Und dementsprechend mein Replay of the Week. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.